Hi, ich bin Erik von ANDROIDPIT. Ich bin heute bei Huawei und ich zeige euch das Mate 9. Das Mate 9 ist das brandneue Superflaggschiff von Huawei, 5,9 Zoll groß. Im Gegensatz zum Vorgänger, also ganz minimal geschrumpft, aber das Display ist immer noch riesengroß und gestochen scharf und die Leistung kompromisslos. Es ist der neue Prozessor Kirin 960 im Einsatz, ein Octa-Core mit bis zu 2,4 GHz und 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Flash-Speicher. Flash-Speicher kommt diesmal von Samsung und ist richtig schnell, also deutlich verbessert gegenüber dem Vorgänger. Und auch die Kamera. Das ist jetzt eine Dual-Kamera und es ist nicht ganz die gleiche, die wir auch schon mit dem P9 hatten, sondern sie wurde leicht verbessert. Vor allem der Schwarz-Weiß-Sensor hat jetzt eine höhere Auflösung und durch den verbesserten Prozessor ist auch der Fokus ein bisschen schneller geworden. Also darauf gehen wir dann in dem Test ganz ausführlich ein. Und was noch neu ist, ist unter anderem die Software. Erstmals wird Android Nougat verwendet. Das ist das erste Huawei-Gerät mit Android Nougat. Die anderen erhalten das dann per Update. Hier ist es direkt aus der Box. Also jetzt starte ich den ausführlichen Test mit dem Gerät und ich bin wirklich gespannt, wie das in den nächsten zwei Wochen läuft. Am 15.11. ist es im Handel, dann könnt ihr es auch ansehen. Also, viel Spaß!